Schönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind zwar wieder mit einem neuen Taschenlampenvideo. Heute wollen wir euch gerne zwei fokussierbare Taschenlampen vorstellen. Und das könnte schon ganz interessant sein, denn die haben relativ ähnliche Werte, sind aber dann doch ein bisschen unterschiedlich. Zum einen haben wir die Phoenix FD40 und zum anderen die LED-Lenser P7R. Ja, die wollen wir euch einzeln vorstellen und natürlich auch miteinander vergleichen und später auch nochmal draußen schauen, wie sie sich draußen so verhalten. Ja, und vielleicht auch nochmal hier drinnen kurz gegen die Wand leuchten, um mal zu sehen, wie der Fokus eben funktioniert. Das sieht man doch an der Wand besser. Ja, denn es kann ja durchaus sein, dass sich noch andere Leute außer uns für fokussierbare Taschenlampen interessieren, denn das ist ja so eine kleine Eigenart, ne? Können ja nicht alle Taschenlampen. Eigentlich so die wenigsten von den LED-Taschenlampen sind eigentlich fokussierbar. Richtig. Und LED-Lenser eigentlich schon immer. Und bei Phoenix gibt es jetzt auch die ein oder andere und die FD40, die ist jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ist eine sehr gute Lampe und gut, dann wollen wir die euch mal gerade zeigen. Genau. Was es da alles so gibt. Gehen wir mal ins Detail. Gut, fangen wir mit der FD40 an. Die Phoenix, Seitenschalter, fokussierbar hier vorne, drehbar. Mhm. Man hört ein leicht schabendes Geräusch, aber es lässt sich sehr sauber fokussieren. Aber man braucht zwei Hände. Ja. Ja. Hier vorne ist eher so ein matter. Also der Reflektor selbst ist glänzend, also. Man erkennt es eigentlich gar nicht, aber es ist kein Orange-Spiel, definitiv nicht. Mhm. Ja, Verarbeitung natürlich wie bei Phoenix immer 1A. Und hat hier oben so der Bezel nochmal so ein paar Zacken drin, ne? Das ist genau, wahrscheinlich so dieser taktische Taschenlampeneffekt, damit man nochmal irgendwie eine Klarscheibe zertrümmern kann, schätze ich mal. Ja, so sieht's aus. Gut, fangen wir mal an, mit was sie betrieben werden. Hier haben wir eine 26650er Akku drin. Ich habe jetzt hier einen von Keypower rein. Mhm. Wird ohne Akku ausgeliefert, die Phoenix. Das heißt, den hast du extra noch kaufen müssen? Genau, den habe ich extra. Na gut, den hatte ich zu Hause, aber gesagt, ohne Akku. Das Schöne an der Lampe ist, die kann aber auch mit einem 18650er Akku betrieben werden. Und zwar kommt dann eben dieser kleine Adapter hinten ins Rohr rein. Mhm. Und dann praktisch passt hier hinten genau der 18650er rein, mhm, der von der Länge ja das gleiche ist wie der 26650er. Ich kann den mal kurz einen holen, also so einer hier quasi. Ja, ganz genau. Der würde dann praktisch hier, wie man sieht, wunderbar reinpassen, mhm, und würde die Lampe auch betreiben können. Natürlich nicht ganz mit den Werten, also die Helligkeitswerte schon, aber nicht die Länge, mhm, der Leuchtdauer. Ja. Ja gut, der 26650 ist natürlich schon ein ordentlicher Klotz, ja, und macht die Lampe dann auch entsprechend schwer, wobei richtig schwer ist sie natürlich nicht, es ist ja eine kleine handliche Lampe. Man kann ja vielleicht sagen, dass man den Akku aber nicht innerhalb der Lampe aufladen kann, ne? Nein, das geht bei der nicht, genau. Der ist nur mit einem Ladegerät ladbar. Mhm. Oder man hat vielleicht eben auch es gibt ja mittlerweile Akkus, die man auch direkt USB beladen kann, also mit einem USB-Port am Akku. Gibt es auch momentan schon. Da bräuchte man dann kein Ladegerät, dann würde ein USB-Kabel reichen. Mhm. Gut, gehen wir mal auf die Werte ein. Ja. Also hier haben wir 5 Leuchtstufen, alle zu steuern über den Side-Switch. Man drückt etwas länger. Es geht, ja, fehlt gerade, ich weiß nicht, welche Stufe das ist von der Höhe her. Also länger drücken aus, länger drücken an. Kurz drücken, die verschiedenen Leuchtstufen werden durchgeschaltet. 5 Stück. 5 Stück, genau. Und während sie leuchtet, man drückt etwas länger, sollte das Stroboskop angehen. Ich habe vielleicht nicht lang genug gedrückt. Ja, genau. Haben wir das Stroboskop. Vielleicht kurz zu den Leuchtstufen. Die hat also auf der höchsten Stufe, das ist dann die Turbo-Stufe, maximal 1000 Lumen, dann 570, 220, 70 und dann noch 8. Genau. Also ist eine ganz schöne Abstufung eigentlich. Damit kann man in der Praxis, kommt man gut zurecht, ne? Ja, kann man alles mit haben. Vom Gewicht her hat sie ohne Akku 159 Gramm. Wasserdicht ist sie IPX8. Mhm. Das heißt also 2 Meter wasserdicht, sturzfest auf 1 Meter. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Tailstand, ja, ist möglich. Immer wichtig. Also ja, viele mögen das gern. Ich nutze es auch oft, wenn ich irgendwie indirekt was beleuchten möchte. Ja, hier sieht man ja, die hat hier nicht den hat, also hier hat sie keinen Switch.
Genau. Man kann es also ganz leicht und locker, und da steht es auch echt stabil hier. Kann man so auf das hintere Ende stellen. Die Leuchtweite ist noch interessant. Genau, sind wir, denn, ja, sind wir denn da? Sind wir quasi im Spot bei 300 Metern. Genau. Im Fluterbereich praktisch dann bei 65 Metern. Ob das, ja, das müsste man in der Praxis eben auch ausprobieren. Ja, das sind immer die Angaben vom Hersteller, die wir hier erzählen. Aber wir gehen nachher sowieso nochmal raus. Ne? Aber was auch ganz schön ist, was man gerade jetzt hier sieht, der hat auch noch für ein Stativ ein Gewinde. Zeig das mal grad. Können wir noch ein bisschen näher zeigen. Genau, auf der einen Seite ist der Side-Switch, auf der anderen Seite direkt gegenüber ist der das Stativgewinde. Ja. Das ist ganz nett gemacht. Das sieht man auch nicht bei jeder Lampe. Nee. Ja, was gibt es noch zu sagen zu der Lampe? Jetzt fällt mir eigentlich auch gerade nichts mehr ein. Nö, die Werte haben wir euch schon gesagt. Sie hat einen Tailstand und ja. Genau, verbaut ist eine Cree XPL High LED. Ja. Also wie bei den meisten LED-Taschenlampen auch von Cree. Ja, gut, würde ich sagen, gehen wir mal zur LED-Lenser. Wir wollen ja hier nicht ewig weitermachen. Ach nee, vielleicht noch gerade zum Zubehör. Deutsche Bedienungsanleitung ist dabei. Es ist dabei ein Lanyard und ein Ersatz-O-Ring praktisch als Dichtung und noch eine Ersatz... das war's. Lanyard und Ersatz-O-Ring. Und halt noch praktisch der... die Gürteltasche ist noch dabei. Die ist eher ein bisschen dünner vom Material her, aber immerhin ist eine dabei. Jetzt nicht die allertollste, aber gut. Gut, und wir hatten hier auch noch diesen Adapter. Den Adapter, genau, für den 18650er Akku haben wir noch den Adapter. Den haben wir euch vorhin ja schon gezeigt. Ja. Genau, okay. Das wäre jetzt einmal die Phoenix FD40. Ja. Und dann kommen wir mal zur LED-Lenser P7R. Mhm. Eine wirklich auch schöne Lampe. Auch fokussierbar. Und sie hat auch um die oder maximal 1000 Lumen, quasi exakt derselbe Wert, den die Hersteller bei Phoenix angeben. Von daher können wir die echt sehr gut miteinander vergleichen. Also das ist schon ganz, 1000 Lumen sind schon okay. Ja, bei LED-Lenser sieht es auch immer toll aus, wenn man die fokussiert. Das hat irgendwie was. Ja, das sieht echt schön aus. Auch einfach schön verarbeitet. LED-Lenser verarbeitet enorm hochwertig. Also nicht, dass Phoenix der Sache in irgendwas nachstehen würde. Aber LED-Lenser ist für mich immer so wirklich von der Verarbeitung her top. Die fand ich schon immer gut. Mir hat nur immer die Leistung gefehlt bei den Lampen. Und jetzt haben wir ja aber mittlerweile hier mal eine, die mit einem Lithium-Ionen-Akku, auch einem 18650er betrieben wird. Und eben auch ihre 1000 Lumen in der höchsten Stufe schafft. Mhm. Hat drei Leuchtstufen. Können wir gerade mal zeigen. Geht hier auf der schwächsten los. Etwas heller. Und die hellste Leuchtstufe. Mhm. Das ist abgestuft von 1000 auf der höchsten. Ja. 250 ist die mittlere Stufe und die niedrige Stufe sind wir bei 20 Lumen. Und mit den 20 Lumen leuchtet sie immerhin 40 Stunden. Und in der höchsten Stufe mit 1000 Lumen schafft sie 2 Stunden. Was natürlich auch ein sehr guter Wert ist, 2 Stunden mit 1000 Lumen. Ja. Wobei man sagen muss, es ist nur ein 2200er Akku verbaut, also Milliampere-Stunden Akku. Da würde mehr gehen. Also da könnten sie noch einiges rausholen, denke ich mal. Aber es scheint gut abgestimmt zu sein. Das ist ein 18650er Akku, muss man dazu sagen. Genau. Und der ist aber verbaut. Jetzt können wir uns auch mal anschauen. Ja. Das ist eigentlich wie bei LED-Lenser oft gemacht in einem Tank. Ah ja, genau. Mhm. Das ist praktisch hier der 18650er. Natürlich ein Original-LED-Lenser-Akku. Aber es passen auch andere Akkus rein. Ich hatte vorhin mal einen Keypower drin. Hat funktioniert. Auch mit dem Laden hat es sogar funktioniert. Aber LED-Lenser empfiehlt natürlich nur, die Original-Akkus zu nehmen. Also der Keypower von dir hatte mehr Milliampere dann, ne? Der hatte 3500. Mhm. Das hat der Lampe nicht geschadet. Warum auch? Die Voltzahl ist ja, das, was ausschlaggebend ist. Ist jetzt zwar nicht empfohlen, aber wir haben es mal probiert. Genau, empfohlen wird natürlich LED-Lenser-Akku, ja. Ist ganz klar. Übrigens, diese Lampe hier, eigentlich hätten wir nur die Phoenix vorgestellt, aber die hat mir mein Arbeitskollege, der Sebastian, freundlicherweise heute mal zur Verfügung gestellt. Die nutzen wir auf der Arbeit oft, also er zumindest. Und da hat sie uns schon gute Dienste erwiesen. Ja. Gut, hier ist dabei auch ein Lanyard, wie man sieht. Der ist schon dran. Und diese Lampe ist im Gegensatz jetzt zur Phoenix auch ladbar von außen. Und zwar gibt es da eine Ladestation.
Mhm. Die zeigen euch jetzt mal. Die kann man an der Wand befestigen. Die ist auch echt nett gemacht. Das ist sie. Mit Magnetdock. Und man sieht dann auch, dass die Lampe leuchtet rot. Mhm. Wenn das die Ladestation in Betrieb ist, leuchtet sie unten blau. Und sobald der Akku voll ist, leuchtet die Lampe dann grün. Sie hält sogar über Kopf. Also ich denke, so ist es sogar gedacht, dass man es so anbringt an der Wand. Mhm. Und sie dann einfach so einklickt. Klack. Also ist wirklich nett gemacht. Ja, da kommen immer mehr mit diesem magnetischen Ende, ne? So wie die O-Lights. Ja, wobei das Magnet sitzt hier im Ladegerät und nicht in der Lampe. Ah, okay. Also das heißt, man könnte sie jetzt nicht an irgendeinem Metall... Nein, das geht nicht. Okay. Hier ist nur der Schalter hinten. Das ist aber auch gut zu wissen. Ja. Über den man alles schalten kann. Vielleicht sollte man dazu noch mal kurz was sagen, zu dem Schalten. Ja. Wie gesagt, 3 Leuchtstufen hatten wir vorhin schon. Mhm. Es fängt in der schwächsten an. Man drückt leicht, ohne durchzudrücken, und kommt über leichtes Drücken schwächste, mittlere, stärkste Stufe. Und in der Stufe, wo man gerne bleiben möchte, drückt man durch und hat die Stufe. Mhm. Und einmal durchgedrückt ist wieder aus. Mhm. Man kann die Stufen auch durchschalten, indem man eben hinten komplett durchdrückt und muss dann aber jedes Mal wieder komplett ausschalten. Und dann würde es auch die 3 Leuchtstufen nacheinander durchschalten. Mhm. Ist aber sehr umständlich. Ich denke, schöner ist, man hält es nur leicht gedrückt und kann alle 3 Leuchtstufen nacheinander durchschalten. Die man möchte, drückt man einmal ganz durch. Fertig ist die Sache. Ja, und da haben wir aber schon so quasi den einen ersten großen Unterschied zwischen diesen beiden Lampen, nämlich mit dem Switch. Ne? Genau, Side-Switch und Tail-Switch. Das ist so der ein Unterschied zumindest. Was eben schön bei der LED Lenser ist, die ist einhandfokussierbar. Das heißt, ich kann praktisch den Fokus mit einer Hand hier bedienen. Mhm. Und der Fokus kann auch, da bräuchte ich allerdings wieder beide Hände für, festgestellt werden. Jetzt steht er fest. Mit einem leichten Drehen nach links kann man den Fokus eben feststellen. Ansonsten ist das einhandfokussierbar. Aber dann fehlt irgendwie, wenn ich sie so in der Hand habe, mir hier der Side-Switch. Genau. Um hier irgendwas noch schalten zu können, wenn ich eine andere Leuchtstufe gerne hätte. Umgekehrt dazu haben wir hier die genau. Phoenix. Die hat zwar den Side-Switch, also hier kann ich in der Position wunderbar drücken, kann dann aber hier, naja, es geht so ein bisschen. Ja, aber das ist eher umständlich. Das ist mit 2 Händen schöner zu machen. Ja, es würde mit einer Hand gehen. Also ich habe hier den Side-Switch und kann sie einschalten und kann auch mit Daumen und Zeigefinger so ein bisschen vorne Bezel drehen, aber ja, gut. Also würde schon mit 2 Händen. Geht deutlich besser. Ja, also das ist halt immer, ne, man muss sich da entscheiden. Andererseits haben wir dann hier wieder bei der LED Lenser, die hat keinen Tailstand. Nee, da geht gar nichts, die kann man nicht hinstellen. Phoenix, ganz wunderbar. Also da gibt es schon so ein paar Unterschiede. Ja, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Wobei eine Kombination aus beiden eigentlich das Optimale wäre. Ja, schön wäre also hier die Einhandbedienung vom Fokus, der Side-Switch noch an der Lampe dran, ein Tailstand. Ja. Dann hätten wir hier schon die perfekte Lampe. Aber gut, wer will schon perfekt? Jeder hat ja seine Vorlieben. Vor allen Dingen kommt es darauf an, wie leuchten die Lampen. Und das zeigen wir euch dann auch gleich. Achso, wir haben vielleicht noch gar nicht diese schöne Tasche gezeigt. Genau, hier die Gürteltasche von LED Lenser. Wie immer, super hochwertig. Also das könnte man vielleicht sogar als Polizist eine ganze Zeit lang verwenden. Die würde nicht so schnell kaputt gehen. Also die hält wirklich was aus, die ist richtig fester Stoff. Eine sehr, sehr schöne Tasche. Im Vergleich jetzt zur Phoenix-Tasche. Im Vergleich zur Phoenix-Tasche gewinnt die Lenser-Tasche mit definitiv, Abstand. Definitiv. Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen dünn und ein bisschen lapprig fast. Gut, und Bedienungsanleitung bei der Lenser ist natürlich auch in Deutsch dabei. Und das hier ist schon eine Top-Verarbeitung. Ja. Ach, was man vielleicht noch sagen könnte, die Lenser ist IPX4, also nur Spritzwasser geschützt. Mhm. Also wenn sie einem in den Teich fällt oder in den Fluss, sieht es wahrscheinlich schlechter aus wie bei der Phoenix, die IPX8 hat. Das ist aber irgendwie immer so, gell, dass diese chinesischen, amerikanischen oder was auch immer Hersteller irgendwie immer alle standardmäßig IPX8 angeben. Ja. Und so bei den Deutschen liest man oft so eher... Eher die Vierer. Wobei, ich muss auch sagen, mir ist noch nie eine irgendwo in den Bach gefallen. Und ich bin nun auch viel in der Natur unterwegs. Oder auch ab und zu mal sogar in irgendeinem Kanal, wenn wir da vermessen, was oft sehr unangenehm ist. Ja, nicht,
Und da ist mir auch noch nie eine Lampe ins Wasser gefallen. Aber es kann passieren. Es könnte passieren. Und dann wäre man natürlich mit der Phoenix auf der sicheren Seite. Bei der LED Lenser würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, ob sie dann eben auch noch funktioniert danach. Hm. Ja. Ja, gut. Okay. Eigentlich jetzt so auf die Schnelle gibt es jetzt nichts weiter zu erzählen. Nee, wir haben euch jetzt mal beide vorgestellt im Detail. Wir haben euch die Werte verraten zu beiden Lampen, haben euch die Eigenschaften beider Lampen erzählt und auch einen kleinen Vergleich angestellt. Ja. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen vor. Und zum einen leuchten wir jetzt mal, damit ihr mal diesen Fokus und den Spot seht der Lampen, leuchten wir mal gegen die Zimmerwand. Ne? Genau. Dann können wir das mal schön vergleichen. Auch die Helligkeit kann man da ganz gut vergleichen. Genau. Und dann gehen wir aber noch mal raus. Dann gehen wir noch mal kurz raus und gucken mal, wie weit sie wirklich leuchten können und wie flächig sie eben auch ausleuchten. Genau. Das machen wir auch noch mal. Und das, da müssen wir allerdings noch ein bisschen warten, weil heute haben wir mit dem längsten Tag im Jahr für ein Taschenlampenvideo vielleicht nicht unbedingt geeignet, weil da müssen wir noch ein, zwei Stündchen warten, bis es draußen dunkel wird. Machen wir aber trotzdem. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. So, jetzt zeigen wir euch beide Lampen noch mal kurz an der Wand, an der weißen Wand. Ja, rechts haben wir die Phoenix, links die LED Lenser. Man sieht, die LED Lenser ist kälter. Die Phoenix ist ein bisschen mehr, ja, ein bisschen wärmer, obwohl warm weiß würde ich sie definitiv nicht nennen. Vor allem bei der LED Lenser haben wir jetzt zumindest auf der Kamera eigentlich einen viereckigen Spot. Ja, der ist auch viereckig. Also würde ich auch vom Auge her sagen, der hat so eine gewisse Viereckigkeit, der andere ist schon eher rund. Von der Phoenix FD40, der ist schon sehr rund und genau. LED Lenser sieht echt viereckig aus. Und wirkt auch an der Wand ein wenig heller. Ja. Okay, jetzt. Aber sind jetzt beide als Spot? Beide als Spot, in der vollsten Spot-Stufe sozusagen. Ist die Phoenix auf jeden Fall größer. Ist die Phoenix größer? Nein. Ja gut, die Phoenix hat einen größeren Kreis außenrum, ja. Aber der Spot selbst ist kleiner. Ist eigentlich von der Phoenix kleiner und von richtig. Der LED Lenser etwas größer, aber bei der LED Lenser hast du keinen, wie nennt man es denn außenrum, Spill? Ich glaube, das heißt Spill, ja. Ja, genau, nennen wir es mal so. Okay, dann werden wir jetzt beide nochmal praktisch in den Fluter-Modus schieben. Ich mache erstmal die Phoenix aus, weil das finde ich nämlich bei der LED Lenser einfach wunderschön, wie sauber das ist. Ich gehe nochmal ein bisschen näher an die Wand ran, dass man den Kreis etwas schöner sieht. Ja. Das ist so sauber gemacht. Ja, sehr schön. Also wirklich ganz, ganz toll, ganz gleichmäßiges, ausleuchtendes Licht. Mhm. Super, super gemacht. Ja. Das ist die LED Lenser P7R, ne? Genau, LED Lenser P7R. Ich mache die mal aus und mache nochmal die Phoenix an. FD40, Phoenix. FD40, genau. Jetzt fokussieren wir hier mal. Das geht genau in die andere Richtung. Mhm. Es ist auch schön flächig und auch gleichmäßig ausleuchtend, aber nicht so schön begrenzt. Ich finde das Begrenzte bei LED Lenser immer so schön. Aber es ist auch schön flächig, gleichmäßig, was eben bei einem Fluter auch wichtig ist, dass es gleichmäßig ist und eben auch eine schöne Fläche ausleuchtet. Gut, viel mehr würde ich jetzt gar nicht sagen. Nee, wollten euch das jetzt nur mal an der weißen Wand zeigen, damit man einen Eindruck über Spot und Spill bekommt. Und ja, jetzt gehen wir mit der mal raus, mit beiden. Genau, gucken wir mal, wie weit sie können. Und zeigen euch draußen mal auf unserem altbekannten Weg, was die beiden Lampen können. Bis später! So, jetzt sind wir draußen an unserem altbekannten Platz und leuchten erstmal mit der Phoenix FD40 unseren schönen Weg aus. Genau, jetzt als Fluter aufgezogen praktisch. Jetzt fokussieren wir mal. Ja, der Fokus ist schon ganz ordentlich. Man sieht ganz hinten die Bäume. Mhm. Man kann ja schön die Blätter und das Kronendach ausleuchten. Ja, auch hier auf dem Weg, wenn wir jetzt nochmal auf. Ja, auf dem Weg sieht man. Ja, natürlich dann eben auch nur den Spot. Ja. Aber wenn man dann hier aufzieht, dann hat man schon wirklich flächig vor sich alles schön ausgeleuchtet. Mhm. Also das kann sie sehr gut. Fokussieren wir nochmal. Auf hinten die Bäume. Ich weiß nicht, ob es im Video kommt. Also mit bloßem Auge kann man es super sehen, hinten die Bäume, die zwei. Mhm. Ja. Ja. Also, das wäre die FD40. Und Phoenix. Und jetzt zeigen wir euch mal die LED Lenser. Genau, mal gucken. Gleich mal auf die höchste Stufe. 1, 2, 1. Das ist die höchste. So. Okay, das ist jetzt voll fokussiert. Mhm. Auch hinten auf die Bäume. Ist flächiger der Spot, definitiv.
ziehen wir sie mal ganz auf. Ja. Oh ja. Ja, dafür kann sie hier aber auch ein bisschen mehr ausleuchten, finde ich. Ja, das ist schön. Das ist wirklich sehr ordentlich, was sie hier macht. Man hat es ja vorhin schon an der Zimmerwand gesehen, ne? Dass der aufgezogene und hier der Spot schön aussieht. Ja, ich würde sagen, sie kommt nicht. Ja, sie leuchtet die Bäume hinten auch schön aus, aber der Spot von der Phoenix ist doch ein bisschen fokussierter nochmal, mehr auf den Punkt gebracht. Wir schauen uns jetzt auch nochmal beide im Vergleich an. Genau, würde ich auch sagen. Machen wir beide Spots mal an. Das heißt, brauchen wir hier noch den Spot. Das ist der hellste, genau. So, immer auf der hellsten Stufe natürlich. Genau, jetzt haben wir beide nebeneinander. Und zwar rechts die Phoenix FD40. Genau. Und links die LED-Lenser P7R. Genau. Ich tausche sie jetzt auch gerade noch von der Hand her. Also jetzt nehmen wir da mal rechts, weil das ist immer ein bisschen blöd, weil die eine auf die Wiese leuchtet und die andere auf den Weg. Dann wirkt es allein schon deshalb ein bisschen verschieden, auch von der Lichtfarbe her. Also ich mache jetzt mal die Phoenix nach links und die LED-Lenser nach rechts. Mhm. Dann sieht man auch gleich, dass es jetzt eigentlich wieder unterschiedlich wirkt. Ja, jetzt wirkt die LED-Lenser deutlich heller. Mhm. Und wenn du nochmal tauschst? Ja, wenn wir hier, wir können ja direkt auf dem Weg beide machen. Dann sehen wir es mal. Ja. Also, das ist jetzt rechts die LED-Lenser und links die Phoenix. Ja, also LED-Lenser sieht hier so ein bisschen größer und ein Ticken heller aus, würde ich sagen. Ja, aber nicht viel. Aber wenn es dann um die Entfernung geht, ja, würde ich sagen, kann die... Das ist jetzt die Phoenix hinten auf die Bäume. Die LED-Lenser auf die Bäume. Deutlich weiter, die Phoenix. Die Phoenix kann weiter. Ja. Weil es halt einfach etwas fokussierter ist, der Spot. Der ist etwas flächiger. Naja, auf jeden Fall ist sie in der Ferne, leuchtet sie deutlich heller aus, finde ich. Ja, sieht man auch mit bloßem Auge sehr gut, ob es auf der Kamera kommt. Ja. Wir hoffen das mal. Mhm. Oh, wir werden hier total zerstochen. Das ist kein Spaß heute hier, in der längsten Nacht des Jahres. Nee, längsten Tag des Jahres. Millionen Mücken. Sieht man eindeutig, bin ich überhaupt auf der hellsten Stufe bei der Phoenix, bei der LED-Lenser. Ich guck nochmal. Ja. Das ist die hellste. Ja, doch, das war die hellste. Das ist die LED-Lenser. Das ist die Phoenix. Phoenix. LED-Lenser. Ja, die Nahdistanz ist die Nahdistanz bei der LED-Lenser schöner. Eigentlich schöner, ja. Finde ich auch. Ja. Das Nah ist bei der LED-Lenser schöner. Die Phoenix kann einen Tacken weiter. Ja. Wird aber auch richtig warm. Ist jetzt schon ganz schön heiß. Gut, aber man sah es, glaube ich, auch bei den Werten, ne, vom Hersteller. Die war auch mit einigen Metern weiter angegeben. Glaube ich, 300 sogar. So ja, genau. Ja. So, hier ist nochmal die LED-Lenser als Fluter ganz aufgezogen. Mhm. Und dann machen wir nochmal ganz kurz die Phoenix ganz aufgezogen. Jo, als Fluter nehmen sie sich beide nicht viel, wobei ich sagen muss, ich wechsle mal direkt. Finde ich die LED-Lenser doch schöner. Ich auch, ja. Ist ein irgendwie auch angenehmeres Licht, ich weiß nicht warum. Das hat hier so einen Grünstich, die Phoenix. Gut, weit kommen sie beide nicht als Fluter. Nee, das ist klar. Dafür ist ja auch nicht gedacht. Ja, aber dieser schöne runde Kreis von der... LED-Lenser, ja, der beeindruckt einfach. Der hat einfach was, ja. Der ist einfach so fast perfekt, ne? Ja. Perfekter Kreis. Perfekter Kreis, genau. Ist schön. Okay, ich würde sagen, das reicht. Genau. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.